Hallihallöchen, meine Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück zu Hydronia. So, ich schmeiß die mal hier runter. So. Lalalalalala. Okay, hier müssen wir einmal nach unten. Klein. Ah, ich mach erstmal ein Stückchen gerade. So. Der, wenn der ungefiltert Wasser läuft, dann darf der ja die ganze Zeit, da brauche ich ja dann keinen Hahn, der darf ja dann die ganze Zeit sein ungefiltertes Wasser haben. So. Oh, komme ich da noch raus? Bogen? Den Bogen nicht überspannen, ja? Halt. So. Toll, jetzt habe ich hier wieder in der Erde gebaut. Glück gehabt, denn an dieses Rohr da drin komme ich nie wieder ran. Das ist jetzt für immer hier eingebettet. So, mal das mal daran. Ist doch richtig, dass der kein gefiltertes Wasser braucht, oder? Ich schaue lieber auf Wasser. Ich zahle aber noch mal schnell. Ich schaue durch die Lupe. Ameisen? Ja, ja, okay. Ja. Käfer, ja, gut. Ja. Der benötigt kein gefiltertes Wasser. Der darf immer laufen. Immer funktionieren. Denn hier oben machen wir ja tatsächlich nur an, wenn es denn dann ums Abbauen geht. Könnte ich natürlich die ganze Zeit laufen lassen. Aber erstmal muss ich schauen, ob das hier überhaupt... Warum geht das hier? Warum kann ich die Spitzhacke hier einhängen und oben nicht? Kann mir das mal jemand verraten? So, jetzt habe ich hier tonnenweise Eimer übrig. Mit denen ich ja theoretisch sogar immer noch ein bisschen abbauen könnte. Könnte. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal einen Eimerhaufen. Bevor ich die zum Restmüll bringe. So. Das Tolle ist auch, ich kann dann, wenn dieses System so funktioniert, dass da genug bei rumkommt, dann kann ich nämlich diese ganzen Förderbänder hier bis nach da oben schon für unsere neue Digging Site nehmen. Das kann ich dann hier alles abbauen. Denn das brauchen wir dann gar nicht mehr. Die könnte ich eh jetzt schon ausschalten.
Beziehungsweise einfach hier ab. Abtrennen. Indem ich. Huch, war noch gar nicht fest. War noch gar nicht locker. War. Ja, ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine? War noch gar nicht fest. So, wollte ich doch sagen. Das war doch richtig. So, das kommt weg. Und das dahin. So, dann ist nämlich hier schon mal aus. Und wir haben die volle Power für dieses Gerät. Und noch ein T-Stück übrig. Wieder mal ein T-Stück. So, das brauche ich nämlich dann gar nicht. Und das hier. Das Band läuft schnell genug. Und wer hätte es gedacht, es ist schon wieder Nacht. Wer hätte es gedacht, schon wieder Nacht. 1-2 mit viel Geschrei. Wenn man unter Tage ist, mag man das immer gar nicht. Das ist ganz lustig. Lustig. So. Es wird langsam wieder hell. Was fehlt uns hier unten noch? So. Zwei. Ein Bogen und ein paar Geraden. Ein Bogen. Und ein paar Geraden, die ich nicht mehr haben. Die ich nicht mehr haben. Geraden. Und die Palette. Annette, die Palette. Tu doch mal das Zeug aus, die Einkaufswagen raus. Aus die Einkaufspalette. So. Palette eingefädelt. Gerades Rohr. Gerades Rohr. Gerades Rohr. Und was liegt schön im Ohr? Gerades Rohr. Hä? Ha, schön. Kann ich hier durch? Hopp, hopp. Oh, schlecht. Mit der Palette, die zum Glück kein Kollisionsmodell hat, kann man hier runterhüppen. Na? So, dann, bevor ich das letzte Rohr einsetze, muss ich dann gleich mal schauen. Ah, okay, ich kann es sehen von hier. Ob dann gleich direkt so eine Kugel da nach oben saust oder wie das dann funktioniert. Das werden wir erfahren. Und zwar jetzt. Wenn wir da noch einen Kristall reintun. Wovon wir ja zum Glücke ein paar haben. So, die nehme ich mal alle mit. Und stellen wir dann halt da. Wir haben ja noch genug. Wir haben ja noch genug Wannen. An Wannen soll es ja nicht mangeln. So, dann wäre ich nämlich so frei, wenn ich da rüberkomme. Oho. Krieg ich das da rein? Na? Ist das zu groß?
Ich mache da gleich mal 3 Stück rein. Dann hält das eine Weile. Wenn ich es denn dann hinbekomme. Ne. Oh, halt. Falsch rum. Da kommt schon ein Knubbel raus. Mal sehen, wann er es merkt. Hammer. Erstmal. Brauche ich hier Platz zum Rangieren. Wenn ich hier Kristalle auffüllen muss. So. Okay. So, dann den hier nochmal abbauen. Der hier ist schon kleiner geworden. Der noch nicht. Ah, nachjuckt. Ah. Ah. So, den hier weg. Und... Hä? Willst du mich verarschen? So rum. Na toll. Das ist Kacke. Wollte ich mal so behaupten. Das ist echt Kacke. Zum die Sachen reintun. Aber voll. Naja. Mist. Meine Güte. Wie soll ich das jetzt machen hier? Ich versuche mal, ob das funktioniert. So kann ich da wenigstens ein bisschen draufstehen. Okay, hier ist zu viel Zeug im Weg. Mein Freund, die Pickaxt muss es richten. Naja. Hey. So, das Zeug ist fest. Ja, das ist jetzt echt Kacke mit hier Sachen reintun.
Aber geht mal gerade so. So, es rattert und es arbeitet. Dann sollte da bald ein Knubbel rauskommen. Und nicht mal gespannt, wo der hinfliegt. Ja, flump, und der steckt jetzt hier drin. Das ist sehr gut. Okay. Dann würde ich da aber nochmal gleich noch eins reinstecken. Ob das zählt? So ein Blödsinn. Mann, wie komme ich denn da ran? Das gibt's doch nicht. Na egal, hoffen wir mal, dass es funktioniert. So, und das heißt, ich kann die beiden Bohrers jetzt wieder anschalten. Wie viel Prozent hat denn der Filter noch? 42. Sollte er aber noch nichts Schaden erleiden. Also die bohren jetzt beide. Plump. Oh, der geht als Ganzer da rein. Ich hoffe mal, der hat jetzt hier nichts verstopft. Ja, siehst du, der passt nämlich da gar nicht rein. Das ist natürlich doof, wenn die dann beide gleichzeitig die da ausspucken. Ich mach den weg und mach da so einen hin. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. So. So, das heißt, der eine bohrt uns jetzt ein Loch, wo wir eh schon hin können. Dass der hier alles verstopft. Mist. Okay, ich muss kurz anhalten.
muss das hier abändern. Was jetzt auch wieder nicht geht, weil ich angehalten habe. So, hier ist noch ein großer. Dann sollte das jetzt wieder gehen, oder? Ja, die bohren da schon sehr gut, nur... muss ich hier tatsächlich... Na, ich brauch den von hier unten. Sehr schön. Die ganze Chose. Der ist jetzt bei 39. So, was tut sich hier? Da ist ein bisschen was. Oh, naja. Dafür, dass wir kein einziges bisschen selber geschaufelt haben, ist es eigentlich gar nicht schlecht. Okay, und wir brauchen dann uns quasi nur um diese Filter immer zu kümmern. Dass die Filter nicht verstopfen. Also gut, dann machen wir das hier mal anders. So. Weil ich sehe nicht, wohin du zeigst. Wenn das denn dann so geht. Kann natürlich sein, dass das nicht geht. Wir probieren. Denn probieren geht über studieren. So, und ich möchte mal gucken, ist da ein Klotz wieder? Der hat ja da schon kräftig gebohrt. Oh ja, der Bohrer ist bis dahin. Aber das tut jetzt auch nicht mehr. Vielleicht, weil da noch genügend Klumpen ist. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ja, der eine ist wieder nicht kaputt gegangen. Okay, ich muss ganz schnell. Ich muss das anders machen. Mist. Wenn die also beide gleichzeitig da rausfallen, dann hat das keinen Wert. Wie ist das, wenn ich noch mal so ein kleinerer habe? Wird das andere dann ganz klein? Zu so einem halben Häufchen? Oder ist das schon die kleinste Größe? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, also ist eh noch nicht fest, hier
nochmal einen Zerkleinerer hinbringen. Den ich ganz schnell kaufen muss. Ist da noch Geld? Wie viel ist da noch? 400 Euro. Könnte reichen. Ich nenne das übrigens, diese Credits nenne ich ab jetzt übrigens Euro. Einfach so. So, pass auf, dann mache ich die hier schnell. Sind auch nochmal ein paar Euros. Achso, da ist leer. Dann gib es nicht. So. Huch. Und das kommt da rein. Beziehungsweise, nee, das schmelzt sich wieder ein. Das ist noch nicht so weit. Okay, was ist es wert? $389. Ja, das ist nicht sehr viel. Egal. Wir gehen kurz und holen uns noch einen Crusher. Denn ohne Crusher passt das nicht in den Trichter. Weil immer zwei zusammen sind. Das heißt, das untere wird gecrushed. Wenn die zusammen als ein Haufen sind. Oh, so spät schon, verdammt. Okay, wisst ihr was? Ich halte hier an und wir machen eine Folgenpause. Und sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Hydronia. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.